gemeinsam in Freiham unterwegs. Heute mal vom Spielplatz in Freiham. Ja, so eine Schaukel, das finden, glaube ich, nicht nur Kinder toll, sondern auch Erwachsene. Was ich mir gerade eben in dem Moment gedacht habe, ist, so eine Schaukel, die erfordert ja ganz viel Vertrauen. Vertrauen, dass man sich drauf sitzt und nicht irgendwie, dass da oben die Ketten in diesem Fall oder das Gerüst in diesem Fall auf einmal in sich zusammenbricht. Nein, so eine, oh, wo ist das Kind? Schon weggegangen. Naja, so eine Schaukel, die erfordert ja ganz schön viel Vertrauen, dass man sich drauf sitzt und es hält. Ja, so ein ähnliches Beispiel hat Jesus erzählt, aber nicht mit Schaukeln, sondern mit dem Boden. Da gibt es die Geschichte, wo Jesus erzählt, es war einmal ein Mann, der hat ein Haus gebaut. Oder besser gesagt, er wollte ein Haus bauen. Und er hat geschaut, okay, was für ein Boden dafür ist dafür geeignet. Ja, ist vielleicht Sand dafür geeignet? Aber wenn man ein Haus auf Sand baut, ist das eine gute Idee? Eigentlich nicht. Das Haus, das sinkt ein. Es ist kein guter Grund. Und ja, Stein? Ist Stein vielleicht eine gute Idee? Ja, wer sein Haus auf Stein baut, der weiß, dass sein Haus gut bleibt. Und er hat gesagt, Jesus hat gesagt, und so ist es mit dem Glauben. Glauben ist etwas, was trägt. Ja, aber Glauben an was? Glauben an die Worte von Jesus. Wer darauf baut, ja, der steht sicher. Und mir selber ist es total wichtig, festzuhalten an dem, was Jesus gesagt hat, Jesus zu vertrauen, seinen Worten zu vertrauen. Und ich habe nun so oft gemerkt, das trägt mich in meinem Leben auch in schweren Zeiten. Ja, wie so eine Schaukel oder besser gesagt, wie so die Ketten oder die Schnüre und das ganze Gerüst, dass es nicht zusammenbricht, sondern mich hält. Glaube trägt, das Wort Gottes trägt, Jesus trägt. Ja, die Frage ist, vertrauen wir darauf? Wenn wir das machen, dann erleben wir, ja, Glaube hält uns. Gott hält uns. Gemeinsam in Freiham unterwegs. Bye, bye.